Also wir starten jetzt mit dem ersten Sprecher, mit dem Phil Handy, der uns was erzählen wird über den Makerspace, Deutschlands größten Makerspace. Der sitzt hier um die Ecke in Garching und da freuen wir uns sehr, dass uns er jetzt eben zeigen wird, wie man eben nicht mehr in verstaubten Kellern vor sich hin frickelt, sondern wie man in so einer unglaublich großen Ideenwerkstatt auch Produkte oder auch Ideen bis zur Marktreife entwickeln kann. Und da freuen wir uns sehr. Phil. Martin, danke. Anne, vielen, vielen Dank. Und bis das Präsentation auf dem Bildschirm, nehme ich mal 2 Minuten Freizeit hier. Erstens, willkommen bei Make Munich. Okay, das ist unsere zweite Make Munich, weil wir sind in Garching seit 2 Jahren offen. Das erste Jahr waren wir so weit in oder so viel beschäftigt mit unserer Eröffnung, dass wir bei dem Make Munich gar nicht dabei waren. Jetzt sind wir voll dabei, wir sind gern dabei und ich würde auch gern an die Worten von Andreas schnell anschließen. Jetzt ist die Klassiker, die erste Person hat Problem. An die Technik. Okay, guck mal, wie lange ich reden muss ohne Bilder. Okay. Aber ich würde gern mit den Worten, was die Andrea gesagt habe. Die Maker Movement ist eigentlich immer verknüpft mit das Wort Bastler. Und das ist auch richtig so. Sag mal, 20% die Leute, die zu einem Makerspace, einem Fab Lab, nennt man, was die will. Wir sind alle hier aus dem Raum München, sogar außerhalb Raum München, zugereist. Und viele von uns sind schon Bastler. Die kommen raus, einfach irgendwas zu machen. Irgendwas zu machen. Schau mal, irgendeine Systemeinstellungen. Okay. Vorher hat das geklappt. Es war schon auf dem Bildschirm heute. Aber was ich sagen wollte, viele von uns sind schon Bastler, aber was eine schöne Entwicklung ist, und das ist die Zukunft. Wir haben mehr und mehr, besonders bei uns draußen im Garching, wir haben mehr und mehr Industriekunden, ob das BMW ist, ob das Siemens, ob das Infineon ist. Die Industriekunden kommen zu uns raus, weil die merken eins. Große Firmen sind einfach zu langsam, zu träge. Und bei uns können die das schneller machen, die Entwicklung. Wir kommen langsam hin. Die Großfirmen sind zu langsam mit ihren großen, sture, steife Strukturen. Und jetzt kommen die zu uns raus, entwickeln neue Ideen. Wenn die Idee dann läuft in Garching, dann gehen die zurück und steigen leider Gottes in die steife, sture Strukturen. Ja, ich glaube, das muss passen, okay? So, ganz kurz. Ich würde gern Thema Heimwerker zu Gründer präsentieren. Ich würde natürlich gern unseren Makerspace in Garching darstellen, aber lasst uns einfach in den Hintergrund kommen, besuchen Sie in Garching, weil das, was ich rede, ist eigentlich die gleiche, ob das die Fab Lab ist, ob das die Make Munich ist, ob das die Maker Munich ist, das ist die gleiche Thema für alle. Und was ist eigentlich das Ziel für die Makers, die ganzen Makerspaces, ist eigentlich eins. Wir müssen eine neue Generation von Produkten entwickeln. Die sind Produkte, die nicht stattfinden in Firmen. Die Firmen, habe ich vorher gesagt, sind zu langsam, sind zu träge. Nur die Leute, die zu Hause sitzen, neue Ideen entwickeln und Mut haben, das zu Hause zu entwickeln, die sind bereit, das zu machen. Wir sind hier, Prototypes und Startups zu entwickeln. Das heißt, du musst, wenn du eine Idee hast, du musst Prototypen machen. Ich werde am Ende. Und wir haben so viele Slides, so viele Themen, dass ich das schnell machen muss. Ich habe nur 20 Minuten. Ohne einen Prototype kannst du deine Idee nie zu Ende machen. Wir müssen die Imagination loslassen. Ich sage immer, meine Motto ist, jede Person hat eine Idee im Kopf. Jede Person kann was machen. Was fehlt diesen Leuten, sind die Werkzeuge. Und ob das die Makerspace ist, ob das eine Fab Lab oder irgendeine Werkstatt in München, die haben die Werkzeuge. Geh mal raus, benutze die Werkzeuge. Die Skills learned by students. Viele Students, wir sind auf die TU-Gelände, die lernen viel, aber wissen nicht, wie das benutzen sollte. Das heißt, die Skills, die du in die Schule gelernt hast, benutze die in echtem Leben. Du wirst in die Nähe von unserem Stand da draußen, ist eine ganze Gruppe von TU-Studenten, die ihre Ideen, diese Ideen, die bei diesen Studenten in die Schule entwickelt sind, die haben die hier zum Präsentieren.
Viele von diesen Ideen sind eigentlich, wir haben ein Think, Make, Start Programm. Zwei von den Ideen da draußen sind vor 8 Wochen jetzt, gar nicht zustande. Die sind innerhalb dieser Think, Make, Start zum Idee, Think, Make It and Start a Business. Das ist, was Think, Make, Start ist. Und im Endeffekt, wir müssen auch die deutsche Initiative, das, was Jürgen, das, was Andrea gesagt hat, wir müssen einfach die Initiative in Deutschland weiter an Land betreiben. So, was bietet eine Makerspace, eine Fab Lab an? Wir bieten Equipment an. Wir haben alle verschiedene Equipment draußen. Wir haben eine große Parkgarage, andere haben einen kleinen Park, aber überall hast du die Equipment, deine Teil zu machen. Wir haben auch die Education, das heißt, keiner sagt, oh, das ist super cool, ich habe gesehen, dass du eine Metalldrehbank hast, aber ich kann ihn nicht benutzen. Mach dich keinen Kopf. Jeder von uns sagt, komm rein und wir lernen euch, wie du diese Maschine benutzen kannst. Ich sage ganz einfach, wir haben eine Metalldrehbank als Beispiel. Ein Mensch, der eine Metalldrehbank nie vorher benutzt hat, kann in 4 Stunden lernen, wie man eine Metalldrehbank benutzt. Okay? Du bist nachher kein Profi, du bist kein Meister, du bist keine gelernte Metaller. Aber wir erlauben, dass du diese Metalldrehbank benutzen kannst und dann deine Wissen, deine Neugier, wie ich mit der Metalldrehbank weiterarbeite, das ist eigentlich die einzige Grenze, was du hast, wie weit du kommst mit einer Metalldrehbank, als Beispiel. Und wir haben die Environment. Ich habe vorher das Wort steif viel benutzt. In einem Makerspace, in einem Fab Lab, the environment is locker. The environment is work together, open space, open communication. Okay? Red mit jemandem, frag mal, hey, ich habe gesehen, dass du das nicht machen kannst, kannst mir helfen. Ein Maker ist eher bereit, dich zu helfen und eher bereit, länger zu reden, als du eigentlich wolltest. Okay? Aber the environment ist da, eine ganz easy environment. Was hat man? Alle haben 3D-Drucker, alle haben 3D-Scanner. Das ist einfach da. Die 3D-Scanners, die 3D-Drucker und die Laserscanner, die Lasercutters. Das ist eine Grundausstattung für jeden Makerspace, jede Fab Lab. Okay? Aber das ist auch richtig so, weil die 2 Geräte, 3, wenn du die Scanners dazu nimmst, das sind die Basis für Makers, das sind die Basis für Innovation. Es ist wahnsinnig, was du mit einem Laserschneider machen kannst. Wahnsinnig, was du mit einem 3D-Drucker machen kannst. Viele Leute kommen zu uns und sagen, ich muss was aus Metall machen. Metall musst du ungefähr 4 Kurse nehmen, du musst viel schwere Themen lernen. Ich sage, warum willst du das aus Metall? Kannst du das nicht mit einem Laser, kannst du nicht mit 3D? Phil, du hast mich nicht richtig gehört. Ich mag ein Teil aus Metall. Ich sage, ja, aber du magst erstmal einen Prototype. Und ein Prototype musst nicht aus deinem Endmaterial machen. Aus dem Grund sage ich mit den 3D-Druckern, die Laserschneider, lern erstmal die Maschine. Du lernst X, Y und Z. Du lernst dieses Gerät mit einem CAD-Programm. Schöne Überleitung. Du lernst jetzt mit einem CAD-Programm, wie du eine digitale Vorbild machst und dann das zu der Maschine futterst. Wir in Makerspace, wir arbeiten mit Autodesk. Autodesk ist ein Partner von uns hier draußen. Wir lernen jeden Mensch ein, wie er Fusion 360 benutzen kann, wie du die einfachste CAD machen kannst, diese Maschine zu futtern. Du hast eine ganze breite Bandbreite vom Metallwerkstatt. Wir haben bei uns CNC-getriebene Metalldrehbanke, Fräse und so weiter, aber auch die gleiche, die Klassiker, handgetriebene Metallwerkzeuge, Wasserstrahlschneider. Du hast eine volle Holzwerkstatt da draußen. Viele Leute haben natürlich mehr oder andere, aber jeder Mensch hat eine Holzwerkstatt in jeder Fab Lab. Benutz Holz. Holz ist am Endeffekt, was ich sage, eine total untergeschätzte Material. Jeder denkt, oh, ich muss 3D machen, ich muss CAD machen. Nee, benutzt mal Holz. Holz ist eine perfekte Material für das Anfang. Sorry. Textilien. Man denkt immer, Textilien braucht man nur im August, wenn man seine neue Dirndl für das Oktoberfest machen muss. Textilien sind auch da. Viele Textilien sind benutzt in Robots. Viele Textilien sind benutzt in den neuesten Thema Wearables. Okay, Wearables ist was? Wearables ist die Kombination Textilien und Electronics. Okay, jeder kennt das. Die Kinder mit ihren Schuhen, die blinken. Das war die erste Wearables, die wir je gesehen haben. Wearables ist da. Die Textilbereich ist nicht nur für Dirndls machen. Wir haben in unserem Makerspace eine voll ausgestattete
Electronics-Bereich. Du kannst bei uns die ganz einfache klassische Themen, du kannst löten, du kannst testen, du kannst messen, aber jetzt seit Januar sind wir unterwegs mit deine eigene PC-Boards, Computer-Boards, du kannst deine eigene Computer-Boards machen. Voll ausgestattet, voll da. Aber der Grund für diese Präsentation war nicht nur sagen, wie großartig ist Makerspace, was haben wir, was haben die anderen. Ein paar Beispiele, was in Makerspace gemacht ist, weil das ist die Spaß an die Ganze. Und das ist das, was eine Makerspace, die neue Movement, trennt vom Thema, wir sind alle Bastler. ProGlove ist eigentlich meine erste Kind. Alle Firmen, die bei mir durchgehen, sind irgendwo zu Kindern entwickelt. ProGlove war da in 2015, als wir erstmal aufgemacht haben. Wir waren gar nicht offen oder voll offen, als die gesagt haben, wir müssen zu euch rein, wir müssen bauen. Gott sei Dank haben die nur die 3D-Drucker gebraucht. ProGlove sind Studenten, die sind aus der München-Area. Und wenn du denkst, eine Barcode-Laser, heute eine Barcode-Laser, denk an Amazon, du holst ein Produkt von der Schiene runter, nimmst deine Barcode-Laser, lest es ab, steckst es in das Ding, steckst deine Barcode wieder in die Holster. Amazon hat gelesen, hat getestet, diese Bewegung kostet 5 Sekunden pro Produkte. Und das Problem ist, wenn ich die falsche stecke oder greife, ich muss ihm zurückbringen, die neueste, das ist nochmal 5 Sekunden. ProGlove hat die Idee, und bei uns war es super cool, die haben es angefangen mit einem Golf-Glove. Es ist ein Prototyp, okay, haben wir einen Golf-Glove und die Box haben die Box da oben haben die mit unseren 3D-Drucker gemacht. Jetzt geht die Person oben, liest das Ding, sieht sofort, ob das Produkt richtig ist, nimmt ihn runter, braucht gar nicht mit einer Barcode-Laser arbeiten. Das spart die 5 Sekunden, es spart die ganze Thema falsche Zugreife. Und aus dieser Firma ist BMW interessiert dran, weil das habe ich auch nicht gewusst, in die Produktionsstelle. Jeder Teil, der in ein Auto geht, hat seine Position, seine Reihenfolge. Und wenn du diese Teile in die falsche Reihenfolge einbaust, ist das auch verschwendete Zeit. Das heißt, die Person geht zu diesem Teil, greift das und die Handschuh sagt, das ist die richtige, mach mal weiter. Das ist die falsche, greif ihm nicht zu, greif die andere dazu. Und was richtig ist, die Leute wissen am Ende, ob das alles in die richtige Reihenfolge eingebaut, das heißt in die Produktionsprozess, haben die schon eine Bestätigung, was da ist. Eine andere super Idee, ProGlove, die Idee war schon da, als die zu uns gekommen sind. Parkier ist eine super coole Idee, das war die erste Think Make Start, was wir gemacht haben. Think Make Start, wenn ihr das wissen will, Think Make Start ist ein Programm für TU-Studenten, das ist 3 Credits wert, die kriegen 3 Credits, wenn die dieses Programm nehmen. Das ist ein 6-Wochen-Programm, die lernen in die Kurse, in die Schule, in die Sitzungen, wie die eine Firma gründen, was die aufpassen muss, wenn die ein neues Produkt gründen. Aber dann kommen die zu Makerspace rüber für die letzte Woche. Und das ist richtig Spaß. Okay? Die kommen zu uns rein und innerhalb einer Woche haben die eine Idee, think it. Wenn die bei mir landen, die machen diese Idee, die make it. Innerhalb einer Woche ist die Prototype fertig. Und dann start a business und das präsentieren die an den Freitag. Jeden Freitagabend in diesem Think Make Start Programm, die 10 Gruppen, die durchgehen, muss ihr Produkt präsentieren. Und es ist wahnsinnig, wenn du denkst, was die in einer Woche gemacht haben. Parkier hat teilgenommen an dem ersten Think Make Start Programm. Die hießen zu der Zeit Parkeo. Und ihre Idee war einfach eine Pfannkuchen, sage ich, mit einer Energy Harvesting drin. Okay, Energy Harvesting ist die Idee, ich brauche keine Kabel, keine Batterie dabei. Wenn die Auto über diese Pfannkuchen läuft, ist genügend Energie, eine Signale irgendwo anders hinzugeben. Das heißt, das Ganze ist ohne Kabel. Die Pfannkuchen-Idee ist gestorben. Was du auf die Screen siehst, ist die neue Idee von Parkier. Parkier hat sich dann zusammen mit BMW, ist zusammengekommen mit BMW. Sorry. Weil BMW ist interessiert in eins momentan, ihre E-Autos. Okay? Ihre E-Autos in die Stadt München zuerst. Wenn man eine E-Auto rumfährt, muss ein E-Autofahrer wissen sofort, wo ist mein nächster Parkplatz in der Nähe von meiner Saftsäule ist. Alle anderen Parkplätze interessieren mich nicht. Ich brauche eine Saftsäule. Okay? Die bauen diese neue Streife rein.
mit diesem Energy Harvesting. Und deswegen auf die ganze App weiß man in die Stadt, wo sind die Zapfsäule, wo ist ein Parkplatz frei. Und das ist eine Gruppe von Studenten, die vor 2 Jahren sich nie kennengelernt haben, die vor 1,5 Jahr in Think Make Start und jetzt sind eine full-blown Company. Und was interessant ist, diese Studenten-Company ist jetzt nach USA gegangen. Die machen ein Büro in Kalifornien auf, weil nicht nur Deutschland, BMW in München ist interessiert. Die ganze Firmen in Amerika sind auch interessiert. Eine Firma, die einfach vor 2 Jahren nicht gegeben hat. Curveboard, eine super, und Curveboard ist auch hier. Ich glaube, der präsentiert morgen. Stefan Augustin ist ein Entwickler bei BMW. Man wird sagen, ja, der hat alles, der kann alles da machen. Stefan Augustin entwickelt bei BMW, aber hat seine eigenen Ideen. Und diese eigene Idee wollte er selber betreiben. Und er hat eine Idee, der mag keine Surfboards, der mag am Endeffekt die, ja, wie heißt das, die Axel. Okay, und die Axel erlaubt, dass du deine Surfboard mit eigenem Schwung bewegen kann. Der hat die Idee Curveboard, die Idee zwischen einer Surfboard und einer Skateboard zu kombinieren, dass du mit dieser Bewegung auf die Platz nicht mehr radeln musst, du kannst einfach bewegen. Auch was interessant ist, Stefans Idee ist, und ich habe ihn getroffen vor zwei Wochen, hat er endlich gesagt, er hat das Ding nach 35 Probe, hat er das nach Asien geschickt, er kriegt jetzt Mass Production und hat irgendwo 200 Stück bestellt, dass er anfangen könnte, man kann das mit einem Kickstart-Programm schauen, er wollte die 200 Stück dann endlich liefern. Dann habe ich ihn wieder im Makerspace gesehen. Ich sage, Stefan, wie geht das? Und er sagt, ja, Prototype Nummer 36, weil in was er meinte, der Prototype war und weggeschickt, hat er bemerkt, er hat was vergessen. Er hat vergessen, in jede von dieser Achse eine ja, Washer, eine Teil vergessen. Der musste mit alle 20 Stück diese Teile nacheinbauen. Jetzt weiß er in Prototype 36, was er machen muss. Und das ist die interessante Besonderes an eine Stefan Augustin, eine Curveboard. Denk nicht, dass du mit Prototype 2 fertig bist. Okay? Wenn du baust, denk dran, erst ab Prototype 30, dass du irgendwo in die Nähe kommst von deinem Endprodukt. Bis 30 ist einfach die Thema, build it, test it, change it. Build it, test it, change it. Okay? Und dann irgendwo bei 30 wirst du langsam dran kommen, wo das hingeht. Was hier auch interessant, oben rechts, das ist ein Endprodukt, das ist jetzt aus Gusseisen gemacht. Seine erste, ich glaube, 15, 20 Prototypes. War alles Holzthema. Der wollte nur sehen, ob das läuft. Vergesst das Endprodukt, vergesst das Gusseisen. Schau mal mit Holz, ob das geht. Und dann langsam in Richtung die Endmaterial. Leaf Republic ist eine total coole Firma. Die sind zu uns gekommen. Die haben unsere CNC-Metallfräse gebraucht, weil die haben eine Idee, anstatt deine Teller bei McDonald's, deine Teller bei den Chinesen, der immer aus Styropor ist, und die Leute nehmen das, und wenn die fertig sind, schmeißen die Hälfte das aus dem Fenster raus, und das Ding liegt 2 Jahre auf dem Boden, bis das weg ist. Es ist nie ganz weg. Und die haben gesagt, wenn wir diese Teller aus Leafsblätter machen können, dann wenn die Leute das aus dem Fenster schmeißen, mindestens wird es dann von den Würmern gefressen. Die haben das gemacht, aber was braucht man? Super Idee, die haben keine Kunden. Und bei uns mit der CNC-Fräse haben die ständig neue Forms gemacht, bis die endlich eine Kundin gefunden hat, die bereit war, das zu testen. Das ist die Form, die die jetzt auf dem Markt haben, eine Firma in München, die das braucht, hat das angenommen. Ich sehe, dass ich jetzt keine Zeit mehr habe. Die nächste, das ist auch eine interessante, das ist einfach eine Person, der reingekommen ist, wollte eigentlich seine eigene Holzmöbel bauen. Das Tisch war die einzige, was er gebaut hat. Das war vor seinem Wohnzimmer. Hat er dann die Weinstände und die Schnapsausschenke. Wie das ist im Leben, hat viele Leute, hey, das ist cool, kannst du das für mich auch bauen? Aus das hat er gesagt, hey, ich kann das bauen, ich kann das schenken, aber langsam habe ich eine Firma drauf. Und das ist eine neue Firma, ist online seit Wochen. Das war sein Druck für diese Show, online zu sein. Jetzt kannst du seine ganze Collection, alles hat er getestet, alles steht bei ihm zu Hause. Jetzt kann er es bei ihm testen und er baut das für die Leute. Aus einer Idee, das ist er die Baste, aus einer Idee, die er nur für sich gemacht hat, hat langsam eine Firma entwickelt. Und mit meinen 2 Minuten, man darf nichts sagen, nichts wegsagen vom Makerspace ohne Hyperloop zu erwähnen.
Hyperloop ist unsere Pride and Joy, unser Vorzeigeprojekt. Hyperloop ist eine Gruppe von TU-Studenten, die an Elon Musk's Worldwide Challenge Let's Build a Hyperloop teilgenommen hat. Elon Musk hat die Welt eingeladen, kam rein Dezember 2015, sind 300 Gruppen weltweit zu Elon Musk gegangen. Die haben präsentiert mit Prototypes, mit einfach PowerPoint-Präsentation. Von diesen 300 sind 30 genommen. Wir waren die TU-Gruppe, waren einer von diesen 30. Und diese 30 muss eine funktionierende Prototype bauen. Und das war richtig cool. In unserem Makerspace haben die eine Hyperloop gebaut. Und es stand bis Dezember da. Im Dezember ist das nach USA gezogen. In den USA haben die das auf die Teststrecke gefahren. Im Januar ist das gefahren. Und wir sind stolz, stolze Vater zu sagen, das war die schnellste Hyperloop von der ganzen Gruppe. Das war die einzige Hyperloop, die die Teststrecke zu Ende gefahren hat. Einzige, was wir nicht gewonnen haben, war Design. Aber 2 out of 3 ain't bad. Und aus dem Grund können wir auch bei Makerspace sagen, auch eine Hyperloop war da gebaut. Elon Musk ist schlau, der macht das alles nochmal. Deswegen Hyperloop 2 wird auch bei uns gebaut. Wenn jemand die Hyperloop sehen will, komm zu uns raus. Du kannst einen Hyperloop in seiner Vorzeige sehen. So, mit meiner Zeit zu Ende, und so schnell habe ich nie gesprochen, hoffentlich habt ihr das alles draußen mindestens ein bisschen was verstehen kann. Die Thema ist, komm raus, join the movement. Join uns in Garching, join the Fab Lab in München, join egal was du brauchst, join an a Maker Movement. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch schon dabei sind, sonst wären ihr nicht hier. Wer zum ersten Mal bei dem Make Munich ist, siehst du, was das für eine Energie ist, was das für eine Zusammenarbeit ist. Wir sind alle in die gleiche Party. The most important thing is, don't be bored. Start making something, okay? So, come to Makerspace. Danke für die Zeit. Okay, Anna, ich hoffe, dass ich das geschafft Super. Habe. Danke, Phil. Ja. Danke sehr vielmals. Und du hast uns ja jetzt einen unglaublichen Zoo auch fantastischer Maschinen gezeigt. Die sind alle ganz, ganz hungrig geworden da drauf. Ist es denn, wenn wir jetzt wirklich, wenn ich jetzt da hingehen will und das machen, also da hätte ich ja irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt hunderte von Euro zahlen, dass ich da rein darf. Ja. Wie ist denn da der Zugang? Der Zugang ist Mitgliedschaft bezogen. Das heißt, du brauchst nur ein Mitglied sein, bei uns reinzukommen. Wenn du Makerspace denkst, Makerspace ist wie ein Fitnessclub. Du kannst bei uns als Normalgebrauch einfach mit einem Monat Mitgliedschaft anfangen. Ein Monat ist die kleinste, was wir brauchen. Du kannst verlängern, du kannst es absacken, du kannst 2 Monate Pause machen und dann 2 Wochen später wieder neu kommen. Du hast recht, du hast Kosten, die Kurse zu machen. Du musst für jede Maschine oder Bereich einen Kurs nehmen, aber dieser Kurs ist nur ein einmaliges Thema. Das ist ein Versicherungsthema, die dich abdeckt und uns abdeckt. Die Preise sind total minimal und die Schöne ist, du nimmst nur die Kurse, was du brauchst in dem Moment. Also es ist wirklich wie ein Fitnessstudio. Es ist echt wie ein Fitnessstudio. Also am besten kündige ich mein Fitnessstudio-Abo, das sowieso nicht gebraucht wird und komm lieber zu dir. Man benutzt die Fitnessstudio sowieso nicht. Komm raus zu Makerspace, dein Geld ist besser verwendet. Ja? Okay. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum für den Phil? Aber sonst seid ihr ja auch da. Wir sind auch da, wir sind hier an dem Makerspace-Stand die ganze 2 Tage. Wir freuen uns auf jeden Besuch. Genau. Sonst gibt es Fragen aus dem Publikum jetzt? Nee, die wollen alle bauen. Die wollen alle bauen, okay. Vielen Dank für Ihre Zeit und viel Spaß auf dem Make Munich. Okay, dann...